Frau hat Power. Diana Damrau bringt jede Bühne zum Beben. Als weltbeste Koloratursopranistin gilt sie. In München, Mailand und New York wird sie gefeiert. Und gestern Abend in Bad Wörishofen. Zurück zu den Wurzeln. Mein Vater ist in Bad Wörishofen geboren und als kleines Kind bin ich schon immer in diese Region, in diese Stadt gekommen. Und ja, seit hier dieses Festival ist, ich bin jetzt schon zum zweiten Mal dabei, komme ich natürlich genauso gern und vielleicht sogar noch lieber hierher, weil wir können das mit einem Verwandtentreffen verbinden und genießen das wunderbar. Wörishofen im frühen Herbst. Das ist nicht nur ein Mekka für die Wanderer, sondern seit 1995 auch ein Treffpunkt für Musikliebhaber. Justus Franz präsentierte damals die Klassikstars von morgen. 3 Jahre später hieß es dann Festival der Nationen. Der Jugend den Zugang zu Klassik zu öffnen, ist eine Grundidee des Festivals. Ein eigenes Jugendorchester gibt es. Und außerdem kommen die großen Stars in den Kurort. So auch Diana Damrau, die in diesem Jahr ihren Mann Nicola Testé mitgebracht hat. Mein Mann ist ja Bassbariton und ich Koloratursopran. Meistens fetzt es bei uns auf der Bühne. Im Privatleben herrscht Harmonie, denn die Familie ist für die geborene Günzburgerin wichtig. Papa und Mama Damrau durften gestern nicht fehlen. Oh, Diana! Bravo, bravo, alle bei dir waren. Heimat gibt mir Kraft. Und ich bin gerade jetzt zum Krafttanken hier. Es ist wichtig, ich bin kurz vor einer Erkältung und ich hoffe, das hilft jetzt. Und es hat geholfen. Mehr von Diana Damrau und dem Münchner Rundfunkorchester am 12. Oktober um 19:05 Uhr auf BR Klassik.